genossen. Liebe Gäste, lassen Sie uns heute an Ihrem Ehrentag Worte aus diesem Buch der Gelöbnisse gemeinsam sprechen. Geloben wir gemeinsam, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, seid ihr bereit, als würdige Mitglieder der sozialistischen Gemeinschaft stets in kameradschaftlicher Zusammenarbeit, gegenseitiger Achtung und Hilfe zu handeln und euren Weg zum persönlichen Glück immer mit dem Kampf für das Glück des Volkes zu vereinen? So antwortet: Das geloben wir. Seid ihr bereit, als Söhne und Töchter unserer Arbeiter- und Bauernstaates nach hoher Bildung und Kultur zu streben, Meister eures Fachs zu werden, unentwegt zu lernen und all euer Wissen und Können für die Verwirklichung unserer großen humanistischen Ideale einzusetzen? So antwortet: Das geloben wir. Genossen, Genossen, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen an Ihrem heutigen Ehrentag eine schöne Feier. Ihr Staatsratsvorsitzender, Genosse Erich Honecker. So, da kann ich ja gehen jetzt.